Hallo, meine lieben Enten. Ihr habt allen Grund, vor mir zu fliehen. Es ist immer noch so ein bisschen komisch. Naja. Okay, dann kennen wir jetzt diese Seite des Flusses. Achso, und das da oben, das erkunden wir jetzt natürlich auch noch. Dieses Plateau hier, das scheint sehr abgetrennt vom Rest zu sein. Ja, genau, da hinten ist nämlich noch irgendwas, an das ich mich auch nicht mehr erinnern kann. Spannend. So, erstmal, was ist hier oben? Gibt's hier oben irgendwas Tolles? Ein weiteres Kaninchen, okay. Hä? Was war das denn? Die Geschichte des verdammten Teil 3. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Genau, ich wollte mal gucken, wie das jetzt hier mit unseren Büchern ist. Die Geschichte von Rivellon und Reimen haben wir nur Teil 1. Okay, ich dachte, da hatten wir schon mal einen Teil. Teil 3, Teil 2. Teil 1, oh schön. Von dem verdammten haben wir schon 3 Teile. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr. Ah, die Geschichte der Drachentöter 1. Die haben wir jetzt sogar auch doppelt. Geschichte der Drachenritter 1. Hm. Das haben wir auch doppelt. Seltsames Buch. Ja gut, das kennen wir. Ja, der Rest ist dann schon wieder Plot. Das sind dann Plotbücher. Hm. Was ist das? Naja, wir werden das gleich erfahren. Wir werden an die Haupteingangstür, an die Vordertür natürlich klopfen. Oh, ja, okay. Sieht irgendwie sehr verlassen aus. Also erstmal greift uns nichts an. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da hinten ist irgendwie ein Eingang oder so. Ist das hier der... Hä? Ist das hier der Eingang zu mir? Eine leere Kiste. Oder ein Eingang zur Mine? Hm. Ja, da ist irgendwie ein Eingang. Ach. Es ist so schön. Es macht so viel Spaß und so viel, was ich mich nicht mehr erinnern kann. Oh. Oh, Drachentöter! Oh. Hier drüben! Kaga. Ich sterbe. Das sehe ich und ich habe zu tun. What? Renja! Ohne Furcht beschreite ich den Weg in die Halle der Seelen. Ja, kümmern wir uns mal darum, dass es nicht so weit kommt. Ich heile euch. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Selbst wenn ich in der Heilquelle von Allerot baden würde. Oh nein. Ich wurde niedergemetzelt. Wir alle wurden niedergemetzelt. Von wem? Wir haben einen neuen Minenschacht gegraben. Aber dann sind wir aus dem Nichts diese Bestien aufgetaucht und haben uns zerfleischt. Oh. Zähne wie Löwen, Klauen wie Bären, Augen wie der Teufel. Sie sind da drin, in der Dunkelheit. Oh Gott. Ah. Schön hier. Talana so unten drunter. Talana gefällt das. Thumbs up. Hm. Okay, ja, krass. Ich dachte ja im ersten Moment, weil jetzt hier diese Balken so liegen, dass es hier zum Einsturz gekommen ist, aber ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, dass hier ein Mineneingang war. Spannend. Ja, krass, aber wie viel Blut hier ist und wenn hier keine weiteren Leichen rumliegen, dann haben diese Bestien die Leichen auch wieder zurück in die Dunkelheit geschleift. Yay. Danke. Okay. Ja, wollen wir es wagen? Also ich bin total neugierig, weil, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Hühnergegacker. Hm.
hier ist wirklich irgendwas umgestürzt. Das ist total spannend, weil das ist keine richtige Musik, sondern sie kommt halt wirklich direkt aus dem Tor. Als würde was in der Tiefe hämmern. Hübsch! Oh. Bist du das Huhn von Kaspar? Nein, wahrscheinlich nicht. Und da unten waren wir ja jetzt auch noch nicht. Eieiei, so viel, was es hier noch zu erkunden gab. Es hat jetzt fast eine ganze Aufnahme gefressen. Ja, ich bin total neugierig, aber ich will mir die ganzen Höhlen und so eigentlich für später noch aufheben. Also wir können natürlich trotzdem das nächste Mal dann vielleicht erstmal die verfallenen Tunnel machen und nicht gleich die Hauptquest, um dieser Logik zu folgen, dass man als erstes quasi die Quests macht und dann danach dass man als erstes die Gegner alle irgendwie beseitigt und dann danach die Quests macht. Ich meine, wir sind aber, glaube ich, erfahrungspunkte technisch auch ganz gut dabei. Aber ich glaube, so rein von den Erfahrungspunkten her, von den Gegnern, würde es sogar fast mehr Sinn ergeben, erst noch die verfallenen Tunnel zu machen. So, falsch. Okay. Ja, ich mache mir hier mal eine Markierung. Und dann gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen weiter um. Ah, wir kriegen endlich wieder Musik. Ach, ist das schön. Oh. Das war ein sehr eleganter Flug, meine Liebe. Und die Welt wird wieder bunt und schön. Hübsch! Ich glaube, hier geht es... da sind noch Leute vom Schwarzen Ring, okay. Ja, hier geht es jetzt in den Teil, der dann wegführt von dem Tal, in dem der Turm ist. Also wir gehen da noch bis zur Brücke und dann... So, wenn wir jetzt unseren Freund beschwören... Na gut, der steht natürlich vor uns. Ah, der sitzt hier auch noch nicht. Spannend. Genießt diese Momente, Herrschaften, denn es werden eure letzten sein. Ihr solltet euch vorsehen. Wir sind keine so leichte Beute, wie ihr denkt. Es wird sich bald zeigen, wie viel Wahres an euren Worten ist. Aber was ist das? Wir bekommen wohl Gesellschaft. Und wer seid ihr? Rivellons neuester Drachenritter zu euren Diensten. Ach, ich bin hier nur auf der Durchreise. Dennoch ist eure nächste Entscheidung überaus wichtig. Um genau zu sein, hängt euer Leben davon ab. Ihr seid zufällig hier und müsst nun wählen. Auf wessen Seite steht ihr? Wie gewöhnlich auf Seiten der Gesetzlosen natürlich. Sicherlich nicht auf eurer und dieser ehrlosen Straßenräuber. Ach Mist! Mist, Mist, Mist. Ja, ich meine gut, Renja hat natürlich sehr viel schlimme Sachen schon gemacht, aber wir stehen natürlich nicht auf Seite der Straßenräuber. Auch wenn ich sie ziemlich cool finde, muss ich sagen, aber... Soldaten, auf dieses Gesindel! Okay.
Kelvin, Stufe 10. Ich könnte auch mal meine Fähigkeiten einsetzen. Okay. Wie viele sind jetzt gestorben? Wir haben gewonnen beim Göttlichen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin zwar kein Wegelagerer, aber ich erwarte eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten, die ich hatte. Nicht der Rede wert. Wir machen mal Gedankenlesen, bevor er verschwindet. 800. Oh. Oh. Schön. Nicht der Rede wert. Und ob. Das ganze Trümmertal wird davon hören. Gott sei Dank haben wir uns nicht als Drachenritter vorgestellt. Nehmt diesen Beutel mit Gold. Das ist das Mindeste. Dankeschön. Wir machen uns nun auf den Weg, aber hoffentlich sehen wir uns im Schwarzen Eber wieder. Die Getränke gehen dann auf uns. Oh, danke. Schön. Eine Wahlmöglichkeit. Na gut, da fällt die Wahlmöglichkeit jetzt nicht so schwer. Ja, gut, dass wir Gedankenlesen gemacht haben. Und hatten die anderen jetzt was bei sich? Diese Männer hatten wirklich Glück, einen Paladin anzutreffen, als sie ihn dringend brauchten. Ihr werdet einen guten Drachenritter abgeben. Auf zu Lord Lovis! Ich kann nicht so richtig erkennen, ob das Sarkasmus war mit dem Paladin. Und mit dem guten Drachenritter. Also es hört sich eigentlich nicht so an, aber es passt nicht so ganz zu ihrem Charakter eigentlich. Ist das keine Erzader? Nee. Hey, wie weit ist denn das jetzt hier noch? Okay. Bye, bye. Nee, ich will nicht laden, ich will speichern. Unter einem neuen Punkt. Und ich mache das nachher nochmal, dass ich das versuche, was da passiert, wenn ich mich auf die Seite der Gesetzlosen stelle. Ich bin doch so neugierig. Und ich will euch natürlich auch viel zeigen, deswegen... Ich weiß, es gibt dann wieder den einen oder anderen, der sich beschweren wird, so von wegen... Rollenspielerlebnis und so. Man muss ja in seiner Rolle bleiben und man muss zu seiner Entscheidung stehen. Ich meine, ich stehe ja auch zu meiner Entscheidung. Ich will ja das auch lassen, was wir jetzt hier gemacht haben. Neue Erkenntnisse und so. Das ist ganz nett. Oh, das ist hübsch. Wow. Oh, cool. Ach ja, ja, ich kann mich dunkel erinnern. Wo ist nun dieses Huhn? Oh, ach. Na. Ach, das war ein bisschen spät. Das machen wir diesmal anders. Da wollte ich einmal eine epische Rolle machen und dann das. Jetzt rutsche ich ins Wasser. Ah, dafür ist es vielleicht da hier mit dem. Mit dieser Brücke, dass man wieder hochkommt. Wow. Oh. Ich finde das so schön, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Ach, guckt euch das an. Ich mag sowas total mit solchen Plateaus über dem Wasser. Und dann sieht es halt auch noch so hübsch aus mit den Blumen. Ach. Ah. Aber ist nicht gemeint. Aber wenigstens gibt es keine Strömung. Und ich wollte ja sowieso hier noch lang laufen. Von daher gibt's hier noch irgendwie was. Es ist wie so eine Landschaft von so einem so gemalt wie aus so einem kitschigen Ravensburger Puzzle oder sowas. Hm.
habe auch noch irgendwo so ein Puzzle mit so einer Hütte im Dschungel und dann ist da auch so ein Wasserfall und es ist alles ganz viel grün und blau und es ist aber richtig hübsch. Ist natürlich auch super kitschig, aber ich mag sowas. Ich würde mir natürlich nicht meine Wohnung mit sowas zupflastern, aber so zum Puzzeln finde ich das voll schön. Ich kann das sowieso nicht verstehen, wie Leute Puzzle zusammenkleben, um sie als Bild an die Wand zu hängen. Also Puzzle sind zu Puzzeln da und ich mag das eigentlich ganz gerne, so gewisse Puzzle halt nach ein paar Jahren immer mal wieder rauszuholen und zu puzzeln. Ich kann es nicht verstehen, dass Leute diesen Spaß nicht nochmal haben wollen. Ich meine, klar, natürlich hat man dann dieses eine Puzzle schon mal gepuzzelt, aber das ist so nicht schlimm. Ist ja jetzt nicht so, dass man sich die Form aller Puzzleteile ganz genau merken kann. Und dass das deswegen dann... Los, meine Untertanen! ...keinen Sinn mehr ergibt. Es ist wie ein Computerspiel nochmal spielen, genau. Goblins! Zu puzzeln ist so schön meditativ. Ich vermisse es total, ich habe schon ewig nicht mehr gepuzzelt. Aber das, was mir dann ein bisschen zu krass wäre, ist so... sind dann solche Riesenpuzzle irgendwie mit 10.000 oder mehr. Also, ich habe sowieso noch nicht allzu viele große Puzzle gepuzzelt, aber... Kreaturen hier im Trümmertal, fürchtet mein magisches Arsenal! Der mächtigste Magier fern und nah ist der große Belegar! Ja. What? Was macht ihr da? Nein! Scheiße. Hat jetzt Belegar eigentlich uns angegriffen, oder? Ach nein. Oh. Ein Droxlerit. Ich habe gerade Hexe gelesen, ja toll. Ja, okay, dann... dann machen wir das Ganze halt nochmal. Bye, bye. So, aber mehr gab es jetzt hier auch nicht zu holen. Also wir haben uns ja eigentlich ja jetzt schon... zu Genüge umgeguckt. Hier gab es ja jetzt nichts noch weiter. Außer, dass ich rumgeschwärmt habe, dass alles fürchterlich hübsch ist, ja. Okay, also es war jetzt irgendwie hier. Wir beschwören unsere Kreatur. Aber es sah eigentlich so aus, als würde Belegar gegen seine eigenen Goblins kämpfen. Und die Goblins waren ja nur Übungsgoblins. Okay. Ach, da hinten war das erste. Okay. Das sind ganz schön viele, aber... sind ja nur Stufe 7. Ja, dann bleiben wir jetzt hier hinten. Damit wir dann wirklich nur die Übungsgoblins haben, damit da nichts durcheinander kommt. Kann auch sein, dass die Schwarzgoblins ihn angegriffen haben. Wo rennt er denn hin? Yay.
Okay. Ah, okay. Ja, da drüben war die Falle von den Banditen, die wir auch, wo wir einfach abgehauen sind. Ja, darum können wir uns dann auch mal noch kümmern. Kreaturen hier im Trümmertal, fürchtet mein magisches Arsenal. Der mächtigste Magier fern und nah ist der große Belegar. Ist schon einfach echt lustig. Ja, lieber Rechner, okay. Was zu tun? Es gibt tatsächlich Goblins, die ihn angreifen. Das verstehe ich nicht. Da sind noch Schwarzgoblins dabei. Und nun? Oh. Wow. Neulinge, Vorsicht! Man weiß ja nie, ihr kennt nicht die Tücken der hohen Magie. Feuer, Erde, Wasser, Wind, die Elemente zu beherrschen sind. Okay. Belegar. Niemand, der so launisch ist, sollte über so viel Macht verfügen. Ja, einfach mal. Machen wir uns auf zu Lord Lovis, bevor wir es erneut mit ihm und seiner Teufelei zu tun bekommen. Ich finde es das schön, dass du jetzt endlich auch diese Sachen kommentierst. Ich glaube, das hatte ja Talana das letzte Mal nicht gemacht. Belegars ersten Auftritt so. Na toll. Oh, wir haben auch 120. Ja, das kann mir doch ganz recht sein. Liebe Maus, wieso? Mein Rucksack ist schon voll. Scheiße, was ist hier los? Irgendwas ist hier gerade komisch. Okay, dadurch, dass das Spiel sowieso hier irgendwie komische Faxen macht, würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme für heute. Also ich weiß, hier ist noch ein bisschen Kleinkram einzusammeln und so, und ich wollte das mit dem Überfall mal noch angucken mir. Das mache ich das nächste Mal gleich am Anfang. Ja, und dann kümmern wir uns endlich um die Hauptquest. Versprochen. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.